Verehrtes Publikum, willkommen zu einem weiteren Teil aus der Reihe Unscharf und schlecht beleuchtet. Hier geht es also weiter mit der P4.1. Ich hatte ja nun im vorangehenden Teil mich in epischer Breite über das Klemmen im Fahrwerk ausgelassen und ich habe im Grunde genommen die Ursache gefunden, was mich allerdings einiges Zeit gekostet hat. In die Treibräder werden Zapfen eingeschraubt. Die sind aus Messing gedreht, wenn ich das richtig sehe. Dann gibt es hier eine kleine Unterlegscheibe. Auf die Unterlegscheibe folgt dann die Kuppelstange. Und dann gibt es diese winzigen, ich stecke es jetzt mal hier so auf, diese winzigen Drehteile, die dann dort eingelötet werden. Nun hatten ja einige Kommentatoren darauf hingewiesen, egal ob über diesen YouTube-Kanal oder auch auf anderen Wege, ich solle mir mal die Kurbelzapfen angucken. Die sehen jetzt alle soweit gerade aus. Allerdings hat das alles ein bisschen Spiel und dann reicht im Grunde schon, dass ich dieses kleine Teil schief auflöte und dann klemmt das. Und das klemmte nicht immer, sondern nur... Ach, jetzt ist es weggeflogen. Nee, doch nicht. Es klemmte nur an einer Stelle. Und jetzt habe ich mal ganz behutsam das Auge nochmal entgratet, also ein bisschen geweitet, vielleicht um Tausendstel. Und jetzt die Stange nach vorne, weil da schlug der Zapfen immer an. Also in dem Bereich habe ich eben nach vorne das Auge ein bisschen in Richtung Langlauf bewegt. Das werde ich jetzt vielleicht noch ein paar Mal machen müssen. Aber grundsätzlich ist es so, wenn ich also hier jetzt eine Unterlegscheibe auflöte, sodass diese Stange sehr viel Spiel hat, dadurch, dass der Zapfen hier oder diese Hülse fehlt, läuft es völlig problemlos. Also, Auge weiten würde reichen. Was ich aber nicht so will, deshalb vorsichtig herantasten. Ich habe jetzt also die Stangenaugen hinten nochmal ein klein wenig geweitet, also im Bereich von Tausendstel. Und jetzt macht es den Anschein, als wenn das Fahrwerk leicht läuft. Also ich habe es auf beiden Seiten geweitet und das ist jetzt auch nicht so die große Aktion, die kann man also nachträglich nochmal machen. So, jetzt hatte jemand aus dem Zuschauerkreis doch die Frage gestellt, ob ich die Ohren bei der Lok anlegen wolle. Also, ob es möglich wäre, jetzt die Zylinder nochmal näher an den Rahmen zu rücken. Das macht optisch sicher was her. Jetzt habe ich aber in meinen 1200er Radien zu Hause festgestellt, dass, ich versuche es nochmal darzustellen, die ganze Lok dann etwa so steht. Das heißt also, ich habe ja doch noch eine 833er Weiche im Schattenbahnhof. Das also für den normalen Modellbahnfreund, der meinetwegen ja, mit 600 oder 800er Radien arbeiten muss, das nicht so recht funktioniert. Da müsste man sich also einige Gedanken machen. Und vielleicht das ganze Fahrwerk komplett umbauen, weil das Ausschwenken des Hannoveraner Drehgestells führt dazu, dass dann der erste Laufradsatz mit der Kolbenschutzstange kollidiert. Also für enge Radien ist das gar nichts. Im Fremo ist das sicher möglich und vielleicht probiere ich das irgendwann mal mit einer anderen Maschine. Aber im Moment würde ich bei dieser Lok davon Abstand nehmen. Der Zuschauer hat recht. Wenn man die Lok nämlich von vorne anguckt, also sie ins Gesicht sieht, dass die Zylinder noch ein bisschen weit draußen stehen. Also, ich weiß noch nicht seinen Zwilling, aber ich denke mal, das ist wirklich ein Hauch zu viel, dieser Überstand. Ich hatte ja gemessen, glaube ich, 38 ist die Maschine. Man könnte jetzt mal ein Vorbild-Lichtraumprofil messen und mal gucken, wie das aussieht, das werde ich mal gleich machen. So, jetzt habe ich mal versucht, eine EBO zu finden, die zu meiner Zeit passt.
Und ich irre mich bestimmt, beziehungsweise die Zahlen habe ich falsch rausgelesen. Da sind ja inzwischen bei den neuen Skizzen, ja, weiß ich nicht, 50 Zahlen drin. Also wenn tatsächlich 3,20 Meter in dem Bereich die Umgrenzung sein soll, dann sind die Zylinder 2,5 mm zu weit draußen insgesamt. Ja, 2,5 mm. Man könnte sich einen Millimeter reinrücken. Aber wie gesagt, das würde ich dann bei der nächsten Maschine mal probieren, wenn mir dann irgendwann mal eine preiswert in die Hände fällt. Wenn man von oben guckt, man kann natürlich noch eine ganze Menge mehr machen, indem man hier schmalere Räder einsetzt. So, ich musste mal die Kamera höher nehmen, damit ich hier durchgreifen kann. Also diese Räder haben eine Breite von 2, na, ich hatte sie ja ein bisschen runtergedreht. 2,6 sehe ich hier. Die Laufräder haben etwas mehr. Die haben 2,8. Also sind diese Modelloco-Räder schon mal nicht die schlechtesten. Und die Vorlaufräder, die sind ja von Rocco, von der P42, das hatte ich ja schon gesagt. Also wenn man jetzt hier vielleicht Weihnachtsräder Code 88 einsetzen würde, da könnte man natürlich noch einiges an Breite reduzieren. Und wenn man jetzt mal von unten so in das Fahrwerk reinguckt, klar, sehr viel Spiel. Der Zapfen, obwohl ich ihn schon gekürzt habe, der könnte noch ein Stück rein. Und dann würde auch das ganze Gestänge nicht mehr so schräg stehen. Also im Geradeausfahrt der Zapfen vom Kreuzkopf, der darf natürlich auch nicht ans Rad einschlagen. Das sind alles so eine Sachen, die man dabei bedenken muss. Also mit einem reinen 1:87 Fahrwerk ließe sich vieles machen. Also mit einem Pur-Fahrwerk oder wie auch immer die Norm dann heißt. Da könnte man sich ja locker 2 mm reinräumen. Und dann würde das alles deutlich eleganter aussehen. Aber so weit bin ich noch nicht. Und angesichts meines Alters denke ich auch, dass ich so weit nicht mehr kommen werde. Da hätte ich mit diesem richtig filigranen Modellbau deutlich früher anfangen müssen. Oder eine Feinmechanikerlehre machen. Das hätte vielleicht auch schon geholfen. So, also, zurück zum Thema. Jetzt habe ich also das Klemmen erstmal beseitigt, werde da möglicherweise nochmal ran müssen, aber das ist jetzt kein Problem mehr, da ich die Ursache eingrenzen konnte. Jetzt geht's an die Montage der Maschine. Jetzt war hier vorne eine Schraube drin, die ich entfernt habe, so dass das Gehäuse möglicherweise nur noch durch die hintere Schraube hier gehalten wird. Vielleicht lasse ich mir auch noch was Neues einfallen. Wo ich den Decoder hinstecke, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Im Kessel ist ja sehr viel Platz, also hier wäre durchaus auch ein Sounddecoder möglich, obwohl ich jetzt da mal im Moment es nicht so übertreiben möchte. Denn wie immer, man baut dann alles perfekt auf und benutzt die Maschinen dann überhaupt nicht mehr. Nur einmal im Jahr, also das hat erstmal Zeit. Da also wird erstmal ein normaler Lokpilot reinkommen. Und ich denke mal, auch geschuldet der Tatsache, dass die Lok jetzt keine Beleuchtung hat, noch nicht, vielleicht baue ich irgendwann mal später eine ein, dass ich den Decoder erstmal in den Tender nehmen werde. Würde der Decoder in die Lok kommen, muss ich ja zwei Drähte zum Motor sowie zwei Drähte zur Stromabnahme hinten ziehen. Ist der Decoder hinten im Tender, komme ich mit zwei Drähten zwischen Lok und Tender aus. Über die Kupplung muss ich mir nicht viel Gedanken machen. Hier ist eine Schraube, hier ist auch Platz, da ist dann die andere Schraube, kriege ich super zusammen. Zur Unterbringung des Decoders halte ich das mal aneinander. Sehe ich schon, dass zwischen dem Motor und dem Kohlenaufsatz
einiges an Platz ist. Da würde also prima ein Decoder reinpassen. Und wenn ich jetzt mal einen ollen Schrottdecoder nehme, davon habe ich ja einige. Sowas hier zum Beispiel. Keine Ahnung, was das für ein Fabrikat ist. Also mit ein bisschen Mühe würde ich den sicher auch hier in die Seite reinbekommen. Beziehungsweise ein Mikro. Ich werde erstmal versuchen, den, ja, wie machen wir das am dümmsten? Den oben eben in den Kohlenaufsatz reinzubringen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich muss mir mal ein Muster bauen. Ja, eigentlich schon. Wenn man jetzt mal von den Drähten abzieht, die jetzt hier eingeklemmt sind, das könnte schon funktionieren. Also der Decoder kann hier oben rein. Und wenn er auch so ein bisschen fett ist wie dieser hier, dann läuft die Schwungmasse auch frei. Natürlich wäre es auch möglich, hier jetzt wieder so ein Mikro drin zu machen. Hier noch ein Lautsprecher. Also das würde funktionieren, aber wie ich schon sagte, wenn Sound, dann in die Lok, die hat genug Platz. Also das ist erstmal eine erste Überlegung, ob der Decoder hier reinkommt. Aber es kann durchaus auch sein, dass ich mich dann doch noch anders entscheide. Vor allem, wenn ich mir überlege, noch diesen Kohleneinsatz, den originalen, rauszuschneiden und vielleicht einen Echtkohleneinsatz tiefer zu legen, also halb leer darzustellen, dann käme der Decoder, hier liegt er ja, oder hängt vielmehr an meiner Wand, dann kommt er natürlich in den Kessel rein und habe ich halt 4 Drähte. Ist jetzt auch nicht so das große Drama. Heute Vormittag habe ich noch einige Zeit zugebracht, weil ich wieder einen Klemmen im Fahrwerk hatte und habe alles durchgeguckt und konnte es mir einfach nicht erklären, bis ich dann festgestellt habe, dass dieser Teil des Bremsgestänges sich gelöst hat, die Lötstelle war aufgegangen und schlug dann manchmal gegen das Gegengewicht. Also ein total dummer Fehler, man muss es nur sehen. So, nachdem das also nun erledigt ist und ich noch einem Bekannten geholfen habe an seiner G71, bin ich jetzt an die Verdrahtung gegangen. Ich habe dann an dieser Stelle ein Stückchen Leiterplatte eingeklebt. Da sind jetzt erstmal 5 Pole drauf, 4 brauche ich nur. Habe am Tender schon mal das Kuppeleisen angeschraubt und mich auch entschieden, dass ich den Decoder so in den Lokkessel einkleben werde. Der ist dann fast unsichtbar, da muss man aus einem bestimmten Winkel unten durchgucken. Dann könnte man ihn erahnen. Und werde auch die ganzen Drähte jetzt nicht unbedingt direkt abschneiden, sondern hier versuchen, im Kesselvorderteil unterzubringen. Also die Drähte, die ich nicht brauche. Bei der P41 geht es tatsächlich jetzt in den Endspurt. Ich habe also die Anschlüsse für den Motor hinten gemacht. Nein, muss ich den hier mal ein bisschen biegen. Habe die hier sauber eingeklemmt. Habe jetzt nochmal die Strebe hier rausgeschnitten und werde wahrscheinlich mit einer Schraube hier durch den Fußboden und den Gewinde reingeschnitten den Aufbau des Tenders befestigen. Bei der Lok habe ich jetzt den Decoder eingeklebt, die ganzen Kabel sind hier aufgewickelt und habe wieder eine ältere Leiterplatte zurechtgeschnitten, die hier eingeklebt und da die ganzen Kabel drauf gemacht. Das muss ich jetzt hier noch sauber zusammenstecken und, ja, wie gesagt, den Aufbau befestigen. Und dann kann ich schon mal eine Probefahrt machen, beziehungsweise auf den Prüfstand stellen. Hier war ja ursprünglich noch eine große Schraube drin. Da wurde dann das Drehgestell mit befestigt. Keine so elegante Lösung. Das habe ich jetzt erstmal weggelassen. Wenn es nicht funktioniert, würde ich hier noch ein bisschen weiten Polysol reinbringen und dann vielleicht eine Schraube von unten als Befestigung nehmen. Ja, der Tender, der hat hinten auch noch keine Puffer. Also eigentlich ist man fast fertig, aber die ganze Geschichte wird jetzt hier noch ungefähr einen Tag dauern. Die Maschine ist jetzt mal probeweise zusammengebammelt. Die Lösung gefällt mir noch nicht. Also ich muss auf dieser
hässlichen Schraube hier, muss ich erst eine Mutter raufdrehen und die dann mühsam hochschrauben. Damit wird dann Aufbau und Fahrwerk miteinander verbunden. Und dann muss ich noch eine weitere Mutter raufdrehen, mit der Tender dann befestigt ist. Das Höhenspiel ist jetzt soweit in Ordnung. Allerdings ist der Seitenausschlag für einen engeren Radius noch nicht so optimal. Außerdem muss ich nochmal das Kuppeleisen ein bisschen schmaler machen. Also dadurch, dass der sehr eng ist, gibt es Probleme zwischen dem Kuppeleisen und den Drähten, die dort durchlaufen. Alles sehr eng, muss ich also jetzt nochmal ein bisschen korrigieren. Aber das kriege ich hin. So, jetzt steht die P41 auf meinem wunderbaren neuen Testgleis meiner Programmieranlage und dann stellt sich raus, dass der verbaute Lokpilot offensichtlich älteren Semesters ist, also noch aus der 1er oder 2er Serie, also Schiete wird wohl nichts, ihn jetzt hier einfach so auszulesen. Jetzt werde ich mal gucken, ob wir nicht einen Umweg gehen können. 8219 ist meine Nummer. Ja, er bewegt sich. Aber mit Geräuschen, was jetzt nicht so toll ist. Mal gucken, wo vielleicht mein Draht schleift. Also gut, es ist also ein alter Lokpilot, der sich hier nicht programmieren lässt. Muss ich das doch über die Telebox bzw. über Twin Center machen. Naja, haben wir bis vor kurzem auch gemacht. Okay, also grundsätzlich bewegt die Maschine sich. Jetzt muss ich natürlich noch mir Gedanken machen zu den Werten, die die Motoreinstellung bekommen soll. Dass jetzt hier die Lok so ein bisschen zuckt, liegt daran, dass Lok und Tender noch nicht gekuppelt sind. Das ist jetzt Fahrstufe 2, also das ist schon mal nicht schlecht. So, mal noch Rückwärtsfahrt probieren. Auch wieder Fahrstufe 2. Okay, jetzt gucken wir mal. Ich stelle sie jetzt mal auf den Prüfstand hier vorne und gucke mal, welche Geschwindigkeit der denn überhaupt bringt. 42. Also Höchstgeschwindigkeit. Jetzt müssen wir wieder gucken können. 90. Also bei einer Höchstgeschwindigkeit von 90 des Vorbildes sollte ich vielleicht nicht mit 36 antreten, sondern möglicherweise mit 70. Vom Gefühl her rast die Maschine wie verrückt. Allerdings, wenn man auf den Tacho guckt, die Geschwindigkeit ein bisschen hochgenommen. Und vom Gefühl her reicht das aus. Also 65 km pro Stunde ist für so eine kleine Lok mit einem dreiachsigen Tender völlig ausreichend als Geschwindigkeit im Betrieb. Ja. Gucken wir mal, was er bei halber Geschwindigkeit sagt. Naja, das klingt gleich viel besser. Wieder 30. Allerdings ist mir auch nicht ganz klar, warum der Tender noch so torkelt. Das dürfte am Haftreifen liegen. Das ist also nicht so perfekt. Silvesternachmittag 2019.
während Leute, die ein richtiges Leben haben, sich wahrscheinlich auf irgendwelche Partys vorbereiten, habe ich mich nochmal in meine Werkstatt zurückgezogen. Mich hat nämlich eine Sache nicht in Ruhe gelassen, wie ich den Lokaufbau vernünftig mit dem Fahrgestell verbinden kann. Einerseits ist hinten die Schraube, ist ja klar, aber hier vorne, ich versuche es mal zu zeigen, sitzt es ja noch lose. Bei mir selber zu Hause ist es überhaupt kein Problem. Aber wenn ich die Lok dann halt wirklich mit in Fremo nehme, dann könnte es schwierig sein, wenn irgendwelche Stümper die dann halt hier anfassen oder ach Gott, die Häuser ist lose und fassen dann am Gestänge an. Und das wäre mir doch sehr unangenehm. Deshalb habe ich gedacht, dass ich mal Folgendes probieren werde. Also die ursprüngliche Befestigung, M2-Schraube, die durch den Rahmen durchgeht und das Drehgestell auch noch hält, die funktioniert ja jetzt nicht mehr. Das heißt, ich habe ja hier die Gleitplatte, auf der jetzt das Rocco-Drehgestell läuft und die Schraube ist sowieso entfernt worden. Ich denke mir, wenn ich jetzt einen Metallstreifen, der also so ein U bildet, hier einklebe, der hier genau durch diese Öffnung durchpasst, also allzu breit darf er nicht sein, dann kann ich von vorne einen kleinen Keil aus Polystrol reintreiben und dann sitzt das Fahrgestell auch vorne vernünftig fest. Das werde ich jetzt mal probieren. So, jetzt ist dieses Teil angefertigt und jetzt muss es wirklich nur noch hier eingeklebt werden. Ich habe die Öffnung mal ein bisschen geweitet und dann sollte das eigentlich alles problemlos funktionieren. Vorausgesetzt natürlich, ich bin noch in der Lage, hier diesen Keil darin zu bekommen. Also das ist ja noch die nächste Geschichte. Aber gut, gehen wir es erstmal an. So, es wird bald dunkel. Die Knallerei hat schon lange begonnen. Aber es heißt ja so schön, mein Plan, die P41 heute noch abschließen zu können, ist gescheitert. Das sind doch noch zu viele Kleinigkeiten zu machen, die mir jetzt aufgefallen ist, angefangen vom Streichen des Umlaufes, also verschiedene farbliche Ausbesserungen. Dann musste ich ja am Tenderrückseite noch die Lampen anbauen, habe noch den Gaskessel gestrichen. Ja, und dann fiel mir noch auf, dass, doch auf der Seite, dass die Stellstange des Lokführers, dass die fehlt. Da muss ich also erstmal noch eine bauen. Die P41 bewegte sich nun schon die ersten Meter auf meiner Anlage und befindet sich jetzt nochmal auf dem Probestand. Sie läuft jetzt mit einer Geschwindigkeit von 24 km pro Stunde. Das ist natürlich für eine Personenzuglok arg wenig. Wenn ich jetzt das Tempo erhöhe auf Maximum und ich habe sie jetzt auf 60 eingestellt, klingt das jetzt schon mal gar nicht so schlecht. Also jetzt in angestrengter Vorwärtsfahrt, ich komme da ungefähr auf einen Durchschnitt von 62 km pro Stunde. Der kleine Fauli, der hier drin ist, ist nicht der kräftigste. Aber das ist jetzt auch gar nicht notwendig. Die Schaukelei des Tenders gefällt mir im Moment noch nicht so richtig. Obwohl nur auf dem letzten Radsatz Haftreifen drauf sind. Also ich habe ja immer noch die Option, die Räder durch solche von Schwarz zu ersetzen. Will ich jetzt mal im ersten Schnitt noch nicht machen. Grundsätzlich gefällt mir aber die Geräuschkulisse nicht. Und wenn ich die Lok jetzt mal auf meine Anlage stelle und dort mal fahren lasse, wird der verehrte Zuschauer erkennen, warum mir die Kulisse nicht gefällt. Das nächste Problem ist dann, dass ich keine preußischen Lokpersonale mehr habe. Und jetzt habe ich mir mal Lokführer von Noch geholt. Die sind jetzt ein bisschen größer dimensioniert in Richtung von Cartoon-Figuren. Also hier sind sie, Moment, schon angemalt. Also so sind sie jetzt im Original, also das sind recht moderne.
Ich habe mich jetzt rangesetzt, habe ihn erstmal die Mütze flacher gefeilt, weil die war so ein bisschen spitz. Erinnerte ja an eine Mischung aus Bujoni-Mütze und ja, engagierter Wehrmachtsoffizier. Deshalb habe ich es erstmal preußisch platt gemacht und in preußisch blau den Uniformrock angemalt und werde jetzt noch das mit schwarz absetzen, also die Kragenspiegel, die Knöpfe noch golden anmalen, so dass sie hoffentlich ein bisschen unauffälliger sind. Die sind ja analog, da sieht man ohnehin nicht so genau, ob jetzt jedes Detail stimmt. Die soll ja nur der Führerstand belebt sein. Das sind die 60 Kilometer, also Modellkilometer in der Stunde. Und dieses Brummen ist doch bei der Lok einfach unerträglich. Zugegeben, meine Gleise liegen direkt auf dem Sperrholz. Und damit erzeugen sie ja ohnehin etwas mehr Krach als jemand, der auf Schaumgummi baut. Und wenn ich jetzt in Langsamfahrt vorbeischleiche, ist das auch in Ordnung. Also sie läuft gar nicht schlecht. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Also auch in Langsamfahrt. Sie bewegt sich gleichmäßig. Das Klemmen im Gestänge habe ich komplett rausgekriegt. Jetzt ist es der blöde Tender, der mir Schwierigkeiten macht. Das finde ich natürlich jetzt nicht schön. Und bin darüber auch richtig unglücklich. Und habe im Moment auch keine richtige Idee, woran es liegen könnte. Ja, eine Möglichkeit ist, die Schwungmasse läuft unsauber. Aber es können auch irgendwelche Zahnräder sein. Der Tender selber hat ja eine schöne Geschichte. Der war ursprünglich an meiner 55 411 dran. Dann rutschte der Motor hoch und rasierte das erste Zahnrad. Leider bietet Pico die Zahnräder nicht als Einzelteile an. Man muss dann also immer für 25 bis 30 Euro den ganzen Getriebeblock nehmen. Das wollte ich nicht und habe dann den Faulhabermotor eingeklebt. Der reichte aber von der Kraft her nicht, um meine schweren Bleiklumpen zu bewegen. Also habe ich den Tender jetzt erstmal ersetzt durch einen normalen Pico-Tender, mit dem also dem Standardmotor von Pico, und jetzt ist dieser Faulhaber-Tender noch über. Ne? Warum will sie denn jetzt nicht? Also die Stromaufnahme ist eben auch schlecht, weil zwei der Treibräder ja Haftreifen haben, weil der Antrieb ursprünglich in der Lok war. So nimmt die Lok eben auf der einen Seite sicher den Strom ab vom Laufgestell beidseitig, von den Tenderrädern, das sind dann also 4,5 insgesamt, und ein bisschen behelfsmäßig noch die Haftreifenradsätze. Ja, also wie gesagt, sie läuft gar nicht schlecht in Langsamfahrt, aber in höherer Geschwindigkeit, ich werde es nochmal demonstrieren. Ist dieses Brummen der Schwungmasse also unerträglich. Auf der Ausstellung sicher überhaupt kein Problem. Aber hier zu Hause geht das überhaupt nicht. Selbst in der normalen Geschwindigkeit, wie ich zu Hause fahren würde, das wären jetzt ungefähr 35, ist das Geräusch vernehmlich. Ich müsste es also den ganzen Faulhabermotor noch mal rausnehmen und gucken, ob das Geräusch daher kommt. Also begeistert bin ich nicht und das wird mich wieder Stunden, vielleicht sogar Tage kosten, das jetzt so zufrieden erledigen zu können, es sei denn, ich tausche einfach nur den Tender aus. Das ist jetzt auch noch eine Alternative. Und da denke ich im Moment drüber nach. Denn ich habe für
die letzte G3, die noch in der Überarbeitung ist, auch schon einen Tenderantrieb vorbereitet. Der hat sogar schon die Ausschnitte für Lautsprecher hinten im Tender. Also der würde auch noch gehen. Also das muss ich mir noch gut überlegen und werde dann davon verkünden. Jetzt habe ich mal diesen zweiten Tender-Getriebe-Block genommen, werde ihn jetzt mal ganz massiv auf den Tisch drücken und jetzt bei 10 Volt laufen lassen. Das sind also erkennbare Laufgeräusche. Vielleicht mal für mich selber ein bisschen länger aufnehmen. Aber läuft schön nach. Nehme ich jetzt nun meinen Getriebeblock des Scheiterns, der ist also an der P41 dran, aber. Und drücke ihn ebenso auf den Tisch. Bringt er noch eine ganze Reihe anderer Geräusche mit. Zudem, wenn ich jetzt mal noch hochschiebe, vorhin hatte ich noch so ein richtig schräges Pfeifen bei. Also es sieht tatsächlich so aus, als wenn der andere Getriebeblock leiser wäre. Also werde ich den jetzt mal anlöten und dann noch mit einer anderen Tatsache konfrontiert werden, dass ich nämlich keine Blenden mehr habe. Also irgendwie scheint mir ein Satz Blenden zu fehlen. Also das muss ich auch noch rauskriegen. Jetzt habe ich also den zweiten Tender vorbereitet, also die Radsätze getauscht, das habe ich die von Schwarz drin, habe den ganzen Getriebeblock mit Fett laufen lassen und ohne, ich habe hier glaube ich das Fett von Rocco, das wirkt dann so ein bisschen wie Kleber und nimmt doch deutlich Schwung der Schwungmasse weg und weshalb das Getriebe jetzt erstmal trocken ist. Wahrscheinlich ist der Original oder das originale Pico-Fett, dieses Weiße, was fast wie Handcreme ist, ist wahrscheinlich doch noch das Beste. Muss ich mal sehen, ob ich irgendwas Ähnliches bekomme. Also, der Getriebeblock ist erstmal trocken, läuft so ganz gut. Und jetzt werde ich noch die ganze Elektrik wieder zusammenfriemeln und dann wieder mit viel Mühe den Lokaufbau raufschrauben auf den Rahmen und dann lasse ich mal eine Probefahrt machen, dann gucken wir mal, was daraus wird. So, jetzt ist der Tauschtender soweit fertig. Ich habe an dem Decoder noch nichts gemacht, also der läuft nun wieder irgendwie anders als der 1616 oder 1316, was ich da vorher drin hatte. Das ist hier ein Maxon, der jetzt die P41 antreibt. Er läuft nicht grundsätzlich schlecht. Ja. Auf dem Rollenprüfstand hatte ich ihn noch nicht. Geräusche verursacht er auch ein bisschen. Wollen wir mal sehen. Wie jetzt bei vorwärts natürlich mehr als rückwärts, ist ja wieder klar. Da klappert noch irgendwas. Das kriege ich noch raus. Aber so grundsätzlich bei normaler Geschwindigkeit ist er deutlich leiser als der andere. So dass ich wahrscheinlich doch bei dieser Lösung bleibe. Und lasse diesen Tender jetzt hinter der P41, bis ich vielleicht noch was Leiseres bekomme und dann vielleicht auch auf Sound umsteige. Und der laute Tender, den gucke ich mir nochmal genauer an und hänge den halt hinter die G3 und die fährt ja nun so langsam, dass die Geräuschentwicklung bei höherer Geschwindigkeit gar nicht so zum Tragen kommt. Blöd ist es natürlich schon, ja. Ich baue hier in wochenlanger, mühevoller Kleinarbeit ein wunderschönes Modell auf und dann ist jetzt schrecklich laut. So, jetzt noch mal eine Vorbeifahrt. Da könnte ich der Lok eigentlich gleich mal Dach und Hut auflegen.
Also habe ich gerade noch eine andere Kleinigkeit entdeckt, dass der Tender doch die Lok etwas aushebt. Mir ist es nicht ganz klar, warum das so ist. Und außerdem schleift die Schnecke. Ach, das wird doch wieder alles nix. Ach, wie süß. Jetzt wird es wieder Zeit für ein berühmtes Filmzitat. Ich glaube, wir haben noch einen langen Weg vor uns. War übrigens aus Mulan. So, sowas weiß man, wenn man Töchter hat. Also, diese knackende Stelle im Antrieb, ich habe es nicht rausgefunden. Ich habe es mal mir die Räder noch mal ganz genau angeguckt. Die laufen rund, die haben keine harten Stellen, weder innen noch außen, auch nicht an den Bündchen. Also ist mir nicht ganz klar. Ich habe jetzt das noch mal zerlegt und jetzt fährt es eigentlich problemlos. Aber meine Zeit ist schon wieder abgelaufen und ich denke, dass ich hier noch einiges entdecke, noch einiges machen werde und dass es deshalb vielleicht sinnvoll erscheint, noch einen dritten Teil zu machen. Wahrscheinlich habe ich jetzt schon wieder genug Material und eine halbe Stunde das Volk zu langweilen. Also, ich werde den Tender jetzt einfach nochmal zusammenbauen und dann in den dritten Teil die ganzen Fahrszenen, die Fahrversuche unterbringen, vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten. Aber ich denke mal, im Wesentlichen ist es gemacht, so dass also das Fahrverhalten der P41 dann im Teil 3 der Rekonstruktion gezeigt werden wird. Gut, das war's dann erstmal und bis in wenigen Tagen.